Guten Abend, meine Damen und Herren. Laut EU-Verordnung haben wir jetzt 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben Montag. Und wenn Montag und 20 Uhr zusammentrifft, dann findet unser Workshop statt. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier teilzunehmen. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich auch gleich bei Frau Renate und Tochter Claudia. Beide helfen mir im Hintergrund, Ihre Fragen aufzunehmen, damit ich sie dann nach meinem kurzen Vortrag, ich verspreche Ihnen, er wird kurz, dann beantworten kann. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich begrüße auch diejenigen vorauseilend, die jetzt nicht live dabei sind, sondern sich über die Aufzeichnung dann das anschauen. Denn es hat sich herumgesprochen, dass man in der Aufzeichnung über 10 Tage lang auch noch Fragen stellen kann, auch herunterladen kann. Und wir haben hier diesen Service erweitert und jetzt verkürzt um die individuellen Fragebeantwortungen ist zeitunbegrenzt auf unserer Homepage auch das komplette Programm aller Workshops, sagen wir mal, der letzten 1,5 Jahre oder 2 Jahre, ich weiß gar nicht, dort zu finden. Auch eine Fundgrube für viele, die Anregungen suchen, beziehungsweise Lösungen speziell. Ich möchte gleich zu Beginn jetzt den Download vornehmen von der PDF vom heutigen Tage. Das können Sie sich herunterladen. Die meisten mögen das, weil das eine kleine Gedankenstütze ist und man sich das weglegen kann, sagen wir für den Fall der Fälle, dann auch nachschauen kann. Lassen Sie uns beginnen. Dazu muss ich die Präsentation, die ich vorbereitet habe, starten. Das sollte mir doch gelingen. Heute am 12. August sprechen wir also über noch weitere Möglichkeiten, verbesserte Möglichkeiten mit Agile Care die Lebensqualität zu verbessern. Das ist ja Hauptziel unserer Tätigkeit überhaupt und ist natürlich auch das wichtigste Ziel in jedem einzelnen Workshop. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und da komme ich auf eine aktuelle Information, die seit dem letzten Workshop, der letzte Workshop war ja am 5.8. und am 7.8. haben wir ein neues Setup herausgegeben, wo eine große Zahl von Fehlern beseitigt wurde. Und da bedanke ich mich an dieser Stelle gleich noch einmal bei der Anwenderin, die sehr gründlich unsere Software mit der Version 8.3.2 kontrolliert hat und uns auf die Fehler hingewiesen hat. Zunächst ist es erstmal gar nicht leicht geworden, die Fehler zu eliminieren, aber dann haben wir es doch geschafft und konnten am 7.8. diese Version mit dem Setup 8.3.3 herausgeben. Ich möchte allen empfehlen, sich diese Setup herunterzuladen und zu ersetzen als aktuelle Version. Und wie Sie wissen oder eben auch nicht wissen, dann können Sie hier nochmal lesen. Auf unserer Homepage, Schrägstrich Download, finden Sie den Download und auch die Hinweise, wie zu installieren ist. Und Sie finden dort auch den Hintergrund, was die Änderungen sind, beziehungsweise welche Fehler wir beseitigt haben. Heute habe ich auch einen neuen Agile Smart Beitrag eingelegt für alle, die Abonnenten vom Agile Smart sind. Das ist der Beitrag 202 und der hat den Titel Die vier wichtigsten Heilkräuter. In einer Zeit, in der die Regale der Apotheken und Reformhäuser vor Kräuterprodukten überquellen, ist es eine echte Herausforderung, die geeignetsten für die gut sortierte Hausapotheke, also für die eigene Hausapotheke, auszuwählen. Trotz der Vielfalt und Verfügbarkeit stellt sich die Frage, welche Kräuterprodukte sind wirklich nützlich und wie können wir ihre Wirksamkeit beurteilen? Ich empfehle Ihnen, liebe Agile Smart
Abonnenten, diesen Beitrag, er ist auch nicht lang, zu rezipieren, denn es ist doch, wenn man sagen, nicht ganz so einfach, wenn man das Internet zum Beispiel durchwühlen sollte, was sind denn die wichtigsten Heilkräuter? Und ich habe hier die zusammengesucht, die hauptsächlich die wichtigsten sind gegen Schmerzen, gegen Verletzungen und die Infektionen verhüten. Also eine Geschichte, die zwar mit dem Thema von Agilcare zusammenhängt, aber ohne Agilcare auskommt. Und wenn Sie noch nicht Abonnent sind und diese wichtigen Informationen aber aufnehmen wollen, in Ihren Wissensspeicher, in Ihren eigenen Wissensspeicher, dann empfehle ich Ihnen, das Abonnement abzuschließen. Es kostet im ersten Monat nur 1 Euro und Sie können danach auch wieder fristfrei stornieren, denn ab 2. Monat wird es dann 7 Euro kosten. Nur Sie haben eben eine ganz große Fülle, neben diesem Beitrag, die 4 wichtigsten Heilkräuter, eine ganz große Fülle von Wissen, was Ihnen hilft, auf dem Wege zu leben ohne Krankheit. Und wenn Sie also ein Abonnement wünschen, dann habe ich hier unten geschrieben, unsere Homepage ulrich-mtc.de/infodienst. Dort können Sie sich anmelden. Wie gesagt, 1 Euro, das sollte es Ihnen wert sein, wenn Sie nur diesen einen Beitrag auf sich nehmen. Aber wie gesagt, Sie haben noch 201 weitere Beiträge zur Verfügung für diesen kleinen Betrag von 1 Euro. Ja, vorige Woche hat Claudia aus meiner Sicht einen fantastischen Vortrag gehalten in unserem Workshop am 5.8. Und sie hat sich mit Cholesterin dort beschäftigt, hat uns zu Cholesterin sehr, sehr viel beigebracht. Und ich will hier an dieser Stelle einfach mal eine Zusammenfassung geben, in dem Sinne, was bei mir selbst von Claudias Ausführungen, die nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich ganz fantastisch waren, möchte ich hier das, was bei mir selbst hängen geblieben ist, noch einmal kurz erwähnen. Cholesterin ist ein essentieller Bestandteil aller Zellmembranen und wer sich mit Zellmembranen beschäftigt, der weiß, wie wichtig das ist. Es wird selbst hergestellt von uns in unserem Körper und auch bei vielen, vielen Tieren. Es ist ein lebenswichtiges Membranlipid. Da deckt sich das wieder mit dem Bestandteil zur Zellmembran. Es ist notwendig zur Zellkommunikation und Zellkommunikation ist notwendig für unser Leben. Wir kennen ja die Begriffe Zellkommunikation, Zellkooperation und Zellkoordination. Eine wichtige Sache, die wir, sagen wir mal, auf unserer Seite mit sehr, sehr vielen Geräten, Produkten, Methoden normalisieren, wenn Sie diese Geräte, Produkte einsetzen. Wichtige Vorstufe für Hormone ist das Cholesterin, ist der Vorläufer für Vitamin D und, ich habe das jetzt mal rot geschrieben, weil ich das noch mehr unterstreichen möchte, es kommt eben zu 90% nicht aus der Nahrung. Und auch wenn das viele Ärzte, hauptsächlich Kardiologen in Deutschland noch nicht verstanden haben, dann ist das nicht so sehr wichtig. Ich möchte fast sogar sagen, unwichtig und mich sogar der FDA, die vor 30 Jahren das schon mitgeteilt hat, dass sie sich für 40 Jahre Fehlinformationen in den USA entschuldigt, nämlich die Nahrung bzw. das Cholesterin in der Nahrung hat nichts mit dem Cholesterin zu tun, was uns bei größeren Level, größeren Werten im Blutpegel stört. Also ist das Cholesterin nicht zu verteufeln, denn ohne Cholesterin geht es nicht. Und eine künstliche Absenkung des Cholesterinspiegels ist meistens damit verbunden, eine kürzere Lebenszeit zu haben, also geringere Lebenserwartungen. Das können wir in vielen seriösen Büchern nachlesen. Zum Beispiel bei Professor Hecht in seinen Büchern wird das immer wieder dargestellt und auch belegt. Also es ist nicht so wichtig, das Cholesterin zu verteufeln, oder ich würde sogar ablehnen, das Cholesterin zu verteufeln, sondern Ursachen zu suchen, wenn Cholesterin zu hoch ist. Also Claudia hat das ganz hervorragend vorgetragen und ich möchte allen empfehlen, insbesondere denen, die nicht sich den Vortrag angehört haben, über den eingeblendeten Link unserer Aufzeichnung, ja, hier sich das noch einmal anzuschauen. Dort haben Sie bis zum 15.8., also gar nicht mehr lange, die Möglichkeit, sich das noch einmal anzuhören, auch dort die PDF herunterzuladen
und eben auch die individuellen Fragen mit zu verfolgen. Ohne individuelle Fragen geht es dauerhaft, wenn Sie über unsere Homepage, der zweite Link, der hier angegeben ist, der mit ulrich-mtc.de beginnt, dort möglich zeitunbegrenzt sich den Vortrag anzuschauen und auch das Download der PDF vorzunehmen. Und selbstverständlich können Sie von dort aus auch, und das gilt immer, über die Adresse support@ulrich-mtc.de, ich wiederhole, support@ulrich-mtc.de, Fragen an uns zu richten. Das ist also mein Anliegen. Es lohnt sich wirklich. Claudia hat Hervorragendes zusammengetragen und ich denke, es ist auch sehr, sehr verständlich. Mein Thema heute ist, was geht eigentlich mit Agile Care bei Problemen im Zusammenhang mit Nerven? Im Zusammenhang mit Nerven, also Baustellen haben wir ja auf dem Gebiet der Nerven, der Neuropathie zum Beispiel, haben wir sehr, sehr viele. Dies nimmt auch zu und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, ich habe ja in der Militärmedizinischen Akademie in Bazzaro meine Berufslaufbahn fortgesetzt mit dem zweiten Studium auch und mit meiner Promotion und weiteren Abschlüssen, Facultas Docendi. Und dort war auch im Weiterbildungsbereich, haben wir eben sehr viel medizinische Auswertung von den Kriegen erfahren. Und da war das ganz erstaunlich für mich damals, und ich werde das auch nicht vergessen, dass selbst nach dem Ersten Weltkrieg, also vor über 100 Jahren, schon die Verletzungen hauptsächlich überwiegend im neurologischen Bereich waren. Und deshalb macht es Sinn, und Sie können sich vorstellen, bei unserer Lebensweise und bei unserem eigenartigen Zusammenleben, bei unserem eigenartigen Verhalten im Beruf, im Verein und so weiter, muss man sagen, dass auch in der Familie, muss man sagen, dass die neurologischen Baustellen doch wichtig sind. Und deshalb ist die Frage berechtigt, was geht eigentlich mit Agile Care, wenn wir zum Beispiel eine Neuropathie vorfinden, eine Polyneuropathie, Angstzustände, Migräne, Multiple Sklerose und Lähmungen und. Ich habe das mit drei Pünktchen dort angegeben. Das ist eine große Vielzahl. Und wenn Sie unsere Katalog anschauen, dann sind es weit mehr als 150 Einträge im Katalog, allein bei der Gruppe, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, Nerven, psychologische, psychiatrische Prozesse. Diese Gruppe hat mehr als 150 Einträge, also mehr als 150 unterschiedliche Anwendungen. Und dazu kommen noch Einträge, wir werden das jetzt beispielhaft gleich kennenlernen, aus anderen Gruppen. Wenn zum Beispiel Nerven entzündet sind und das ist eine Itis, dann steht es in der Gruppe der Entzündungen und so weiter. Ich komme noch etwas näher darauf zurecht. Wir haben es also auf Zellenebene, genauso wie bei allen anderen Dingen, über die wir bei Agile Care sprechen, bei Erkrankungen mit mikrobiellen Disbalancen zu tun. Das heißt, die Zellen, in dem Fall die Nervenzellen, sind belastet durch Bakterien, Viren, Pilze, aber auch in geringem Umfang durch Würmer und andere Einzeller. Im zentralen Nervensystem sehen wir sehr oft Viren, die uns stark belasten, aber auch die Stoffwechselprodukte von Bakterien, weil diese Stoffwechselprodukte in den Bereich des zentralen Nervensystems kommen. Und mit zentralen Nervensystem meine ich nicht nur das Hirn, sondern ich meine auch das limbische Nervensystem. Das übliche Vorgehen bei Baustellen im neurologischen Bereich ist genauso wie beim anderen Vorgehen. Wir setzen Agile Care ganz zielgerichtet ein zur selektiven Eliminierung der belastenden Mikroorganismen. Und auch bei Nervenzellen haben wir die Vorteile, die ich hier mal ausgewählt habe. Es gibt keine Resistenzen. Wir erzeugen also im Gegensatz zu Medikamenten keine Resistenzen. Wir haben eine gute Erreichbarkeit mit unseren elektromagnetischen Signalen, mit denen wir die Absicht haben, die störenden Mikroorganismen zu eliminieren. Warum? Weil natürlich die Nerven sowieso ab
priori dafür vorgesehen sind, elektromagnetische Signale weiterzuleiten. Sie steuern ja unser ganzes Leben für alle Zellen. Das passiert ja über die Wege der Nerven. Und die bestehen aus Nervenzellen. Und diese Erreichbarkeit für elektromagnetische Signale, also sehr gute Effektivität als Vorteil hierbei zur Eliminierung der Mikroorganismen, die ist besonders gut, wenn wir die Randbedingungen optimiert haben. Damit meine ich die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Dann wissen wir, dass sich Nervenzellen auch längst regenerieren. Längst weiß die Schulmedizin auch, dass Nervenzellen, wenn die beschädigt sind oder wenn sie absterben, sich wieder regenerieren. Das ist längst bekannt und in der Wissenschaft längst bestätigt, obwohl es lange, viele Jahre das verneint wurde. Das Zentralnervensystem hat auch große Volumina für die Lymphflüssigkeit. Das heißt, Lymphe als Abprodukte, als toxische Produkte, als loszuwerdende Elemente, wie zum Beispiel die toxischen Produkte, fließen dann über die Lymphflüssigkeit ab. Auch eine Tatsache, dass im Hirn, und damit meine ich jetzt in dem Moment auch das Hirn, dass dort Lymphe gebildet werden, eine Tatsache, die zwar die indische Medizin schon 4000 Jahre lang wusste, aber die Schulmedizin, ich glaube, man hat das erste Mal vor 20 Jahren oder 15 Jahren bestätigt und konnte dann auch nicht mehr zurück, zum Glück. Und somit ergeben sich dort auch viele Erkenntnisse, wenn nämlich, stellen Sie sich vor, im Jahr genauso viel Lymphflüssigkeit abfließt im Normalfall, wie unser Volumen des Hirns ist. Also wir haben dort einiges zu tun, um Lymphe abfließen zu lassen. Und Sie wissen, mit Aquicare kann man das. Wir haben auch keine Schäden. Das ist genauso wie bei den anderen Einsätzen. Wir haben keine Schäden zu erwarten, wenn wir Aquicare unter Beachtung der Gebrauchsanweisung einsetzen. Und das gilt auch für die sogenannten Fälle, wo wir mal gegen Erreger vorgehen oder gegen Situationen vorgehen, wo die Erreger gar nicht da sind. Wir können uns also dort nicht überlasten oder schädigen, wenn wir die Gebrauchsanweisung beachten. Es lohnt sich wirklich mal, diese zu lesen und auch diesen Vorteil dann zu würdigen. Ich möchte einige Beispiele geben aus dem Bereich, wenn wir sozusagen eine Baustelle Nerven haben. Sehr, sehr häufig empfehlen wir, und das werde ich auch gleich begründen, warum, empfehlen wir die Anwendung C1052. Ich wiederhole den Quellencode-Index C1052 und die Anwendung heißt Reparatur der Myelinscheide. In Wirklichkeit steht noch dabei, das ist hier ja auch bloß eben nicht fett gedruckt, bei Multipler Sklerose, dass diese Anwendung mit dem Ziel, Mikroorganismen zu eliminieren, die unsere Myelinscheide beschädigt haben, die gibt es weit über die Indikation Multipler Sklerose hinaus. Das wissen diejenigen, die einen Bandscheibenvorfall hatten oder haben. Das wissen die, die damit bisher auch sehr, sehr gut zurechtgekommen sind. Deshalb steht da ganz oben für mich, dass man, weil nämlich die Mikroorganismen von außen kommen und die Schutzschicht, und das ist die Myelinscheide, beschädigen. Und indem wir die Mikroorganismen, die dafür zuständig sind, eliminieren, reparieren wir die Myelinscheide, was eine wichtige Voraussetzung ist für die Verbesserung der Lebensqualität. Dann gibt es eine Anwendung C1097. Ich wiederhole den Quellencode-Index C1097, Nervenstörung und Neuropathie. Das gilt unter anderem eben auch für die Polyneuropathie. Ja, und das ist auch eine Anwendung, die sehr häufig erfreulich, Ergebnisse gezeigt hat. Das stellen wir immer fest durch die Rückmeldungen, wo das alles sehr gut geklappt hat. Und wir danken denjenigen Anwendern sowieso sehr, die sich zurückmelden. Und nicht nur mit den positiven Rückmeldungen, sondern sich dann auch mit der Fragestellung, es hat nicht so geklappt, wie ich erwartet habe, was können wir anderes tun? Großes Anwendungsbereich QA4, Depression. Dabei muss es sich nicht um eine klinische Depression handeln, sondern wenn jemand meint, er hat eine Depression, dann sind dort auch Mikroorganismen dabei. Und wie gesagt, es muss nicht eine klinische Depression sein, sondern auch wenn man depressiv ist, ist das einzusetzen, genauso wie die Anwendung RTT1. Ich wiederhole, Quellcode-Index RTT1. Diese beiden haben schon viel Erfolg gebracht. Ich muss dazu sagen, bei einigen mit viel Geduld, aber letzten Endes ist es große Freude,
dass man eben, und ich sage das mal mit aller Zurückhaltung, ohne Verwendung von Medikamenten, wo man Nebenwirkungen und massive Nebenwirkungen befürchten muss, dass man dort gut zurechtgekommen ist. Die C524, ich wiederhole den Quellencode-Index, C524, Enzephalitis, das ist die Entzündung des Gewebes des Gehirns und des Rückenmarks. Hier haben wir also das komplette Zentralnervensystem, auch eine Anwendung, die uns sehr, sehr häufig voranbringt. Die Enzephalitis ist auch häufig eine Folge von Infektionen. Also haben wir es sowieso a priori mit Mikroorganismen dort zu tun, aber auch Folge der Einnahme und nicht gewollte Nebenwirkung von Medikamenten. Schließlich haben wir in unseren Workshops schon mehrfach davon gesprochen und auch mit gewissem Stolz berichtet, dass die Anwendung C42, ich wiederhole den Quellencode-Index C42 und die Anwendung heißt ALS1, dass wir damit Erfolge erzielen konnten. Und immerhin handelt es sich bei ALS um die amyotrophe Lateralsklerose. Und da lesen Sie auch noch in dem von mir aufgezeigten Anwendungsformulierung, dass das Mycoplasma Fermentans die Ursache sein kann. Dieser Erreger hat also auch die, sagen wir mal, seine Auswirkungen, seine negativen Auswirkungen hier mit dabei. Und man könnte also auch sagen, dass man Mycoplasma fermentans auch einsetzen kann. Das ist eine Anwendung aus dem Bereich Parasiten direkt. Also geht auch über die Anwendung der Psychiatrie hinaus. Wir haben auch schon des Öfteren über Toxoplasmen gesprochen und wir haben im Internet auch regelmäßig ein Webinar zu Toxoplasma. Und richtig heißt der Erreger Toxoplasma gondii, sehr, sehr verbreitet. Und Toxoplasma gondii zeichnet sich dadurch aus, durch folgende Nachteil, dass nämlich damit die Blut-Hirn-Schranke verändert wird, beziehungsweise durchlässig gemacht wird. Und dann wirken die Toxoplasmen auch, indem sie eben Tumore bilden im zentralen Nervensystem, hiermit im Hirn. Und deshalb die Anwendung BOE-571. Ich wiederhole den Quellencode Index BOE-571. Eine wichtige Anwendung in dem Bereich der Nervenbaustellen. Und weitere Anwendungen möchte ich hier, ich möchte Sie nicht allzu sehr langweilen, aber die Trigeminusneuralgie, diese Anwendung hat den Quellcode-Index A327. Ich wiederhole den Quellcode-Index A327. Und das kommt aus der Gruppe der Schmerzen. Also auch über die 150 der Nervengruppe hinausgehend Anwendung. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Trigeminusneuralgie ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Man kann sich sowas sehr schnell einhandeln mit einer Zahnextraktion oder vielleicht auch anderen Dingen. Und das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung und ein nicht geringer Teil von Menschen suizidiert sich, weil sie die Schmerzen nicht ertragen können. Aber diese Menschen wissen nicht, dass es die Möglichkeit gibt, mit der Hochtonfrequenztherapie, mit Aglicare oder eben auch das habe ich hier und da mal erwähnt, mit Cyberknife das Problem zu lösen. Und deshalb erwähne ich das hier, weil wir damit mit der Eliminierung der zur Trigeminusneuralgie gehörenden Mikroorganismen eine ganz, ganz starke und wichtige Waffe in der Hand haben, um die Lebensqualität von Menschen deutlich zu verbessern. Dann C1142, ich wiederhole den Quellencode-Index, C1142, Lähmung allgemein. Ich berichtete vor Jahren, ich denke, das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her oder 5 Jahre her, dass jemand in der Schweiz eine Patientin gehabt, die konnte nur mit Begleitung gehen. Ein junges Mädchen, 14 oder 15 Jahre alt, konnte nur mit Begleitung gehen. Und da hat die Anwendung C1142 eingesetzt, hat sehr, sehr effektiv die Mikroorganismen eliminiert. Und dann ist das Mädchen allein zur Schule gegangen, erstmalig durch die Stadt, direkt von der Arztpraxis aus, zur Schule gegangen. Und alle Welt hat sich gewundert, dass dieses Mädchen das kann. Und es hat sich die Lage noch viel, viel mehr verbessert. Ich berichtete in einem Agile Smart einmal darüber. Und letztendlich will ich auch Tinnitus nennen. U389 ist der Quellencode-Index, den ich wiederhole. U389, Tinnitus. Das ist nämlich
nicht nur nach meiner Auffassung, sondern nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen auch ein neuronales Problem und nicht etwa nur eins des Gehörs. Vielleicht ist es sogar gar keins des Gehörs. Und somit nenne ich das auch hier, weil relativ häufig im Zusammenhang mit abgesenkter Stärke des Immunsystems Tinnitus zu verzeichnen ist. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir vielen Menschen schon helfen konnten, die ihre zugehörigen Mikroorganismen eliminiert haben und damit zu wesentlich besserer Lebensqualität gekommen sind. So, jetzt habe ich einige Pünktchen hingeschrieben. Das sind also noch hunderte von Anwendungen, die ich hier beispielgebend nennen könnte. Doch, da möchte ich natürlich darauf verzichten, wenn ich auf die Uhr schaue, sondern ich möchte nur noch sagen, es gibt auch noch neurologische Erkrankungen, wo kein Substrat da ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die Migräne, die hätte ich auch noch auflisten können, oder nehmen wir andere, Burnout. Da können Sie untersuchen, mit allen bildgebenden Systemen, mit allen Labors können Sie untersuchen und Sie finden kein Substrat. Und das ist auch oft die Tragik für die Betroffenen, dass diejenigen, die diese Erkrankungen haben, wo kein Substrat gefunden wird, dass die abgetan werden als Simulanten oder Psychosomatiker, wird gesagt. Und psychosomatisch ist das. Und ich sprach ja vorhin einführend, dass schon vor über 100 Jahren die Verletzungen im Ersten Weltkrieg weit, weit überwogen, die psychosomatisch waren. So, und deshalb empfehle ich in diesem Fall den Einsatz von Agelfonie. Wer sich darüber informieren möchte, in unserem Shop kann man das lesen. Was ist Agelfonie? Agelfonie ist eine Methode, die ich vor vielen Jahren gemeinsam schon mit Professor Čopek, das ist der Inaugurator der Methode gewesen, viel häufig eingesetzt habe und eine sehr elegante Methode für die Entspannung, die auf den Daten aufgenommener Hirnströme beruht und die dazu führt, dass man Reaktionsmuster bildet. Und ich möchte hier nicht weiter darauf eingehen. Reaktionsmuster müssen wir immer bilden, wenn wir neue Herausforderungen haben. Und zum Glück arbeitet unser Hirn, unser Nervensystem neuroplastisch. Das bedeutet, es werden neue Dinge gebildet und normalisiert. Und nehmen wir einmal an, es hat jemand ein Tinnitus oder es hat jemand Migräne oder es ist jemand von Burnout belastet, dann hat er gute Chancen, wenn er Agelfonie einsetzt, dass auch andere Dinge, die psychosomatisch bedingt sind, mit verschwinden. Das ist der Vorteil dieser Methode. Sie ist natürlich auch ohne jegliche Nebenwirkungen. Und so kann es also sein, dass man psychosomatisch bedingten Bluthochdruck, psychosomatisch bedingten Durchfall und andere Dinge, Aufregung, Lampenfieber, dass man diese Schwierigkeiten auch ad acta legen kann, wenn man erfolgreich mit Agelfonie arbeitet. Dazu werden wir später mal einen Workshop, nicht einen Workshop, sondern ein Webinar durchführen. Und dann zeige ich Ihnen auf, was man dort erwarten kann. Als Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, ist eigentlich zu sagen, genauso wie mit anderen Zellen, so können wir auch bei Nervenzellen, die belastet sind durch Mikroorganismen, sehr hilfreich sein mit Agelcare. Das ist sehr, sehr erstaunlich, dass wir auf diesem Gebiet besondere Vorteile haben und die auch nutzen können. Einer der wichtigsten Vorteile ist, dass wir über das Nervensystem eine sehr gute Fortleitung der Signale, der elektromagnetischen Wellen, der elektromagnetischen Energie haben, die die zu eliminierenden Mikroorganismen sehr effektiv treffen. Und diese und die anderen allgemeinen Vorteile von Agelcare können wir sehr gut nutzen, um auch neurologische Belastungen zu beseitigen und die Lebensqualität dabei zu verbessern. Und nun möchte ich Sie noch auf dieses Dia hinweisen. Da ist aufgelistet, so wie diejenigen, die schon häufiger im Workshop teilgenommen haben, wie man mit uns kommunizieren kann. Und ich möchte nochmal, weil ich heute über AgelSmart einen neuen Beitrag mit den Heilkräutern gesprochen habe, möchte ich Sie auf die untere Zeile hinweisen. Wenn Sie in Ihrem heruntergeladenen PDF dort auf hier anmelden, also ganz rechts unten, das ist nämlich ein Link, dann werden Sie geführt, um sich dort anzumelden und für die wirklich sagenhaften 1 Euro finanziellen Risiko können Sie da mittun und Ihre Wissensbasis wesentlich
verbessern, denn Sie haben einen Monat lang vollen Zugriff auf alle 202 Beiträge. Und ich möchte sagen, in den nächsten Tagen, Wochen werden es dort noch weitere Smart-Beiträge erscheinen. Und Sie werden natürlich darüber informiert, wenn die abgelegt wurden. Ja, und wir haben mit AgileCare, haben Sie heute mal in dem Beispiel der neurologischen Probleme gut erkannt, vorige Woche im Zusammenhang mit Cholesterin und anderen wichtigen Dingen des Stoffwechsels, haben wir ein sehr, sehr gutes Mittel in der Hand, um Menschen, sich selbst oder unseren Nächsten die Lebensqualität zu verbessern. Und wer das seinen Nächsten antun möchte, das heißt, denen auch den Vorteil bringen möchte, der die Empfehlung gibt, der kann das über diesen Weg hier tun und die drei Schritte abarbeiten. Wir freuen uns über das Engagement und zeichnen diejenigen, die uns sozusagen neue Anwender bringen, die also auch mehrfach Gutes tun, zeichnen wir aus und bedanken uns mit 150 Euro je empfohlenen Gerät und empfohlener Person. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich schaue zur Uhr und denke, ganz so lange habe ich heute mal nicht gebraucht. Ja, nun gehen wir dazu über, Ihre Fragen zu beantworten. Und da